11 Millionen Schafe gibt es in Wales. Ein Paradies für einen Hütehund wie den Border Collie. Gleich zeigt dein Weltmeister, was er alles drauf hat. Ein grüner Landzipfel weit im Westen Großbritanniens. Das ist Wales. Millionen Schafe leben hier. Beinahe viermal so viele wie Menschen. Ganz besondere Hunde hüten das Vieh, die Border Collies. Sie gelten als die intelligentesten Hunde der Welt und haben in Wales seit Jahrhunderten Tradition. Nigel Watkins ist Schaffarmer in den Brecon Beacons und eine Berühmtheit hier. Vor 3 Jahren wurde er bei der Weltmeisterschaft in Irland Vize-Weltmeister im Führen von Hütehunden. Die nächste WM findet im Herbst in Wales direkt im Nachbarort statt. Es kommen Teilnehmer aus 23 Ländern. Es wäre schön, direkt vor der Haustür zu gewinnen. Aber es gibt etwa 240 Konkurrenten. Ich bin nicht der Einzige. Das ist eine große Herausforderung. Das letzte Mal war ich Zweiter. Diesmal zu gewinnen, würde mich sehr glücklich machen. Um den Titel zu holen, muss er mit seinen Hunden eng zusammenarbeiten. Es ist Frühling und Nigels Border Collies Floss und Lad stehen schon voll im Training. Wichtig ist die tägliche Arbeit auf der Farm. Hier zeigt sich auch, wie schwierig das Hüten von Schafen sein kann. Seine Hündin Floss stößt auf harten Widerstand. Get up! Get up! Schnapp sie dir! Way! Die Schafmutter ist blind und das Lamm hat es von ihr nicht besser gelernt. Mit Pfiffen und Rufen befiehlt Nigel Floss den Zugriff. Endlich bewegt ihr euch. Im Wettkampf darf der Hund die Schafe nicht berühren. Sonst droht die Disqualifikation. Allerdings sollte es dort auch keine blinden Tiere geben. Nigel hält seine 6 Hunde nicht nur für den Wettkampfsport. Ich kann mir nicht vorstellen, die Schafe ohne Hunde zu hüten. Ich könnte meine Arbeit nicht machen. Schafe sind scheue Tiere. Sie sind nur zahm, wenn sie Futter wollen. Ist das alle, verziehen sie sich wieder. Wenn ich irgendeine Form von Kontrolle über sie haben möchte, brauche ich die Hunde. Sie sind wie deine rechte Hand. Du musst sie haben. Ohne sie bist du verloren. Für die Weltmeisterschaft hat sich Nigel mit 2 Hunden qualifiziert. Lad ist der Jungspund, der die Schafe nicht in Ruhe lassen kann, während ich füttere. Floss sitzt neben dem Fahrzeug, wie es sein soll. Der Unterschied ist, Floss ist 7 Jahre alt und Lad ist erst 3. Er ist noch in der Ausbildung. Das reicht, Lad. Lad wirkt sehr verspielt. Doch Nigel ist überzeugt, dass der Hund im Wettkampf besteht. Es ist 50-50, halb der Hund und halb der Halter. Es geht nicht ohne guten Hund, aber auch nicht ohne guten Halter hinter ihm. Wenn man als Team nicht funktioniert, kann man genauso gut zu Hause bleiben. Nach der Fütterung geht es zurück auf den Hof, Zentrum der Schaf- und Rinderzucht von Nigel und Janet. Nigels Lebenspartnerin Janet erwartet ihn schon.
Alles in Ordnung da oben? Ja, nur das blinde Schaf hat Mir und Floss wieder Probleme gemacht. Die Mutter mit dem Lamm? Ja, wir müssen sie umsetzen. Janet ist seit Jahren mit Nigel zusammen und hält ihm den Rücken frei, damit er zu den Wettkämpfen kann. Ich bin sehr stolz auf ihn, auf seinen hundertprozentigen Einsatz. Nigel ist ein Naturtalent. Er hat eine Begabung, die man nicht lernen kann. Lernen bringt auch was, aber das hat Grenzen. Man muss mit dieser Fähigkeit geboren sein, um ständig erfolgreich zu sein. Also ich habe den Stall kontrolliert und mache jetzt da unten weiter. Okay. Peg ist die Hündin, mit der Nigel den Weltmeistertitel nur knapp verpasste. Inzwischen ist sie 14 Jahre alt. Sie ist Wettbewerbe gelaufen, bis sie fast 12 war. Deshalb wäre es nicht fair, sie jetzt noch zu verkaufen. So treu wie sie war, hat sie sich ihren Ruhestand mit mir redlich verdient. Dabei hat man ihm schon viel Geld für sie geboten. Als sie noch jung war, haben mir ein paar Amerikaner einen Blankoscheck gegeben. Ich hätte reinschreiben können, was ich wollte. Vielleicht war ich dumm, dass ich das Geld nicht genommen habe, aber dann hätte niemand jemals von mir oder Peg gehört. Also habe ich mich für Peg entschieden. Es ist Zeit für ein kurzes Training mit Led. Der Hund soll die Wettkampfroutine noch besser kennenlernen. Um in einem Wettbewerb zu gewinnen, muss man Kontrolle behalten. Der Hund muss oberhalb der Schafe ankommen, ohne sie aufzuscheuchen. Er muss ihnen genug Raum lassen. Instinktiv treibt der Hund die Schafe auf seinen Rudelführer, den Menschen, zu. Doch alle anderen Bewegungen muss der Halter mit Pfiffen und Rufen steuern. Weltweit werden die englischen Kommandos verwendet. Ja, das Come-by-Kommando, das ich ihm gerade gebe, bedeutet im Uhrzeigersinn. Das ist eine bogenförmige Bewegung. Wenn man ihm Come-by sagt, dann muss er beim Laufen Abstand zu den Schafen halten. Stand, Come-by, Stand. Steady, Grip, Lad, Steady, Stand. Man kann ihn auch andersherum zur rechten Flanke schicken. Stand, Away, Away. Away heißt dann gegen den Uhrzeigersinn. Away. Stand! Stand! Come by. Zum Schwierigsten im Wettbewerb gehört das Teilen der Herde in zwei Gruppen. Nigel muss den Hund an eine Stelle ihm gegenüber dirigieren, damit sie gemeinsam die Schafe in die Zange nehmen können. Wo sie die Zange schließen, teilt sich die Herde. Dazu braucht Nigel noch mehr Befehle. Ja, man kann ihm sagen, dass er aufstehen soll. Dann steht er auf. Und er geht weiter, wenn man ihm das sagt. Wenn man die Herde teilen will, gibt man ihm ein Kommando, damit er auf einen zukommt. Und wenn er ein einzelnes Schaf in Schach halten soll, macht er das auch. Diese kleinen Kommandos sind gut nachzuvollziehen, wenn man das Grundkonzept verstanden hat. Von Come by, Away und Stop. Für heute ist das Training zu Ende. Allzu lang darf es nicht dauern. Nigel hat Angst, seine Champions zu überlasten. Auf dem Hof des Farmers wartet noch mehr Arbeit. Die Milchfütterungsmaschine für die Lämmer muss dringend gereinigt werden. Wenn sich in dem Gerät Bakterien festsetzen, kann das die neugeborenen Lämmer das Leben kosten. Man soll die Maschine einmal die Woche reinigen. Jetzt verstehe ich auch warum. Wir haben das Ding erst eine Woche und schon wächst hier Schimmel drin. Das ist beängstigend. 1500 Lämmer sind diesen Frühling geboren. Vom Nachwuchs seiner etwa 1000 Schafe will Nigel kein einziges verlieren. Erst wenn man die Lämmer zum Markt fährt, hat man es geschafft. Nur ein verkauftes Schaf zahlt die Rechnungen. Hast du sie sauber gekriegt? Ja, fertig. Dann fütter ich den Kleinen, der die Maschine nicht mag. Okay. Janet spielt Ersatzmutter, denn manchmal müssen die Lämmer von Hand aufgezogen werden. Zum Beispiel, wenn ihre Mutter stirbt. Die Mutter von diesem hatte zwei Lämmer. Aber nur eine Zitze gab Milch. Als die beiden größer wurden, reichte das nicht mehr. Da haben wir ihr eins abgenommen.
Wenn eine Mutter drei Lämmer hat, nehmen wir das dritte sofort in unsere Obhut. Alle Schafe landen früher oder später beim Schlachter. Auch jene, die Janet persönlich großzieht. Das ist sehr hart. Deshalb behalten wir fast alle weiblichen Tiere. Wenn man aber einen kleinen Bock großgezogen hat, dann ist das nicht sehr angenehm. Auf einer Weide hat Nigel die Überreste eines Lamms entdeckt. Nach seinem Tod haben sich Vögel über den Kadaver hergemacht. Rotmilane sind auf solche Beute angewiesen. Früher ließen Farmer ihr totes Vieh für die Vögel liegen. Heute ist es wegen Seuchengefahr verboten. Es ist Verschwendung, aber das gehört zur Natur dazu. Die Überreste dieses Lamms sollte man hier als Futter für die Vögel liegen lassen, damit sie keinen Hunger leiden und womöglich die neugeborenen Lämmern die Augen aushacken. Aber wir müssen halt mit den Regeln leben. Die seltenen Rotmilane sind auf Hilfe angewiesen. Ganz in der Nähe von Nigels Hof hat vor 6 Jahren ein engagierter Nachbar eine Fütterungsstation für die Greifvögel eingerichtet und dazu beigetragen, die Tiere vor dem Aussterben zu bewahren. Bei Peter Faulkner sammeln sich täglich zur Fütterungszeit bis zu 100 Rotmilane. Hallo Nigel, besser spät als nie, oder? Du willst dir die Fütterung ansehen? Ja, bitte. Dann pack ein und komm rein. Die sehen hungrig aus. Sie klingen hungrig. Du solltest 50 bis 60 Tiere zu sehen bekommen. Nicht schlecht. Wie lange hat es anfangs gedauert, bis so viele Vögel kamen? Der erste kam nach 6 Wochen. Dann ist er gelandet. Ja, heute kommen sie täglich aus einem Umkreis von 50 bis 60 Kilometern. Aber nicht alle bleiben dauerhaft. In den letzten 3 Jahren sind hier etwa 800 Rotmilane geschlüpft. Viele sind in den Nachbarbezirk abgewandert. Letztes Jahr haben Wissenschaftler 20 Küken von hier in Irland ausgewildert. Die haben sie aus den Nestern gesammelt? Ja, sie haben die Jungen im Alter von 8-9 Wochen eingesammelt, um sie in Irland anzusiedeln. Das Ganze ist ein großer Erfolg. Die Rotmilane konnten von der Liste der gefährdeten Arten genommen werden. Sehr gut. Nigel fährt weiter, um sich ein paar Border Collies anzuschauen. Er ist stets auf Talentsuche. Guter Nachwuchs ist rar. Vielleicht entdeckt er heute einen zukünftigen Champion. Eine vielversprechende Adresse ist Border Collie-Züchter Ivy Jones. Hallo Nigel. Hallo Ivy, wie geht es dir? Hattest du eine gute Reise? Ja, danke. Schöner Tag, oder? Ja, schöner Tag. Willst du einen Welpen? Ja, kann ich sie mir ansehen? Klar. Wie viele Welpen hast du denn, Ivy? 6 sind noch übrig, einer ist schon verkauft. Du hast also reichliche Auswahl. Die sind jetzt etwa 12 Wochen alt und vollständig geimpft. Dann sind sie ja bereit für den Verkauf. Ja, das sind sie. Hallo, ihr Kleinen. Ist der hier schon vergeben? Den nimmst du nicht. Der interessiert mich auf jeden Fall am meisten. Er hat die dunkelste Zeichnung im ganzen Wurf. Ein schöner, kräftiger Hund. Er erinnert mich an Floss, wirkt sehr zuverlässig. Liebe auf den ersten Blick. Ein guter Hund ersetzt dir jeden Menschen. Er ist ein wahrer Freund. Egal was kommt, er steht zu dir. Er stellt dich nie in Frage, sondern gehorcht einfach. Hunde sind so treu.
Nigel hat noch eine weitere Station vor sich. Morgen ist Border Collie Auktion in einem Nachbarort. Der Vize-Weltmeister will sich heute schon einen Hund ansehen, der dort versteigert wird und für den er vielleicht mitbieten will. Dazu trifft er sich mit seinem Sportsfreund Kevin Evans. Hallo Nigel, wie geht's? Hi Kevin. Danke, und dir? Du willst den Hund sehen, ja? Genau. Der 27-jährige Kevin ist hauptberuflich Maurer. Seit Kindesbeinen trainiert er Hunde auf der Farm seines Vaters. Das ist der Nigel, Glenn. Oh, der sieht gut aus. Er sieht aus wie sein Vater, oder? Allerdings, ganz der Vater. Lass ihn uns anschauen. Ich zeig dir einfach ein paar Pfiffe, oder? Ja, nur ein paar. Überarbeite ihn nicht. Kevin, er ist beim Away-Kommando nicht weit genug gelaufen. Nigel hat von klein auf Hunde gehütet und nimmt seit seinem 15. Lebensjahr an Wettkämpfen teil. Er ist Experte, wenn es darum geht, einen Hund zu beurteilen. Okay, Kevin, das ist gut genug. Um genau sagen zu können, ob er mir gefällt, müsste ich selbst mit ihm arbeiten. Aber ich habe gesehen, was ich wollte. Er gefällt mir. Na, wir werden es sehen. Er sollte einen guten Preis bringen. Ich habe schon seinen Vater gekauft. Vielleicht investiere ich auch in seinen Sohn. So ganz will sich Nigel nicht in die Karten schauen lassen. Am nächsten Tag geht's zur Auktion. Rund um das Vorführfeld versammeln sich die Bieter in ihren Autos. Willkommen zur Sandybridge Hunde-Auktion. Schön, dass Sie so früh am Morgen schon hier sind. Ich hoffe, Sie haben viel Geld mitgebracht, damit es eine erfolgreiche Versteigerung wird. Good choice, quick to the sound of his master's voice. I've seen him leap 6 feet into the air. 69 Border Collies werden hier versteigert. Ihre Stärke, sie folgen ihren Herren aufs Wort. Das sollte auch beim neuen Besitzer klappen. Die Hunde, die ich mir aussuche, haben einen sehr guten Charakter und sind glücklich. Wenn der neue Besitzer nett ist und sich mit dem Hund anfreundet, vergisst er bald seinen alten Herrn. Das heißt, er vergisst ihn nicht ganz. Aber 99-100% der Hunde gewöhnen sich an den neuen Herrn. Die Auktion beginnt. Nacheinander präsentieren Farmer aus ganz Südwales ihre Border Collies. Auf solchen Auktionen können die Hunde bis zu 5.000 Pfund bringen. Noch einmal 50 drauf, 1000 Guineen in der ersten Reihe. Der Hund steht zum Verkauf, will jemand um 50 erhöhen. Bevor er weg ist, 1000 Guineen sind geboten. Eine Guinee ist etwa so viel wert wie ein Pfund und noch immer die übliche Währung im Viehhandel. 1400 sind geboten. 1450, heiße 1450 sind geboten. Zuschlag für 1450, er ist Ihrer, das haben Sie jetzt davon. Es ist schwer, sich eine Meinung zu bilden, wenn man den Hund nur 4 Minuten lang sieht. Deshalb schaue ich mir die interessanten Hunde meistens schon vorher beim Besitzer an. Kevin Evans ist der Nächste. 1500 ist der Mindestenswert dieser Qualitätshund. Bietet jemand 1000? Bietet jemand 800? Will hier jemand Qualität kaufen? 900 Guineen sind geboten, heiße 900.
Ich gehe wahrscheinlich mit bis 2.500. Danach muss ich aussteigen. Wenn die anderen scharf auf ihn sind, könnten sie mich ausstechen. Wir werden es sehen. Schnell steigern verschiedene Bieter den Preis in die Höhe. Schon ein Augenkontakt mit dem Auktionator reicht, um ein Gebot abzugeben. 1200 Der Preis steigt von 1200 auf 1600 Guineen. Bei 1700 wollen die Konkurrenten nicht mehr mitbieten. Überraschend früh. Nearly there. 1700 sind geboten. 1700 Guineen sind geboten. Sind Sie sicher? 1700. Zuschlag für 1800. Verkauft. Danke. Ich bin ehrlich überrascht. Die Schafe waren schwierig. Er hat nie sein Bestes zeigen können. Ich hatte mir mehr erwartet, aber bei diesen Schafen ist das kein schlechtes Ergebnis. Nigel kann sich über ein Schnäppchen freuen. Einen solchen Hund für etwa 1.800 Pfund, umgerechnet rund 2.500 Euro, bekommt man nicht alle Tage. Zu Hause auf der Farm hat Janet die Rinder zusammengetrieben. Für die Tiere ist heute ein besonderer Tag. Sie bekommen eine Pediküre. Nigels bester Freund Stan Harden hat dazu seinen mobilen Pflegestand mitgebracht. Stan ist hauptberuflich Klauenpfleger und fast immer ausgebucht. Doch für Nigel schneidet er die Klauen gratis. Ganz ehrlich, ich kenne Nigel seit 14, 15 Jahren. Seit damals hilft er mir mit meinen Hunden und auf diese Weise kann ich ihm etwas zurückgeben mit meinem Wissen über Rinderklauen. Stan ist stolz auf Nigel. Er hat die allerbesten Chancen, Weltmeister zu werden. Das ist meine Meinung. Er ist ein sehr professioneller Hundeführer. Wenn er teilnimmt, will er auch gewinnen. Er ist nicht so wie ich. Mir genügt ein dritter oder vierter Platz. Er setzt auf Sieg. Stan nutzt die Gelegenheit, um ein bisschen mit seinem besten Freund zu trainieren. Hi, Nigel, wie geht's dir? Danke. Und dir? Hast du Zeit für ein Training? Ja, klar, lass uns rübergehen. Ich will wissen, wie ich mich verbessern kann, ob mein Hund Fehler hat oder ob ich etwas falsch mache mit meiner Technik. Bevor es losgehen kann, müssen die beiden noch den Übungspferch aufbauen. Okay, Stan, dann zeig mal, wie du den Hund links und rechts herumschickst, ob du ihm genug Raum lässt. Danach schaue ich, ob es Probleme beim Einpferchen gibt. Stan, take time now. Steady now. Die Schafe um den Hundeführer herumzutreiben, ist eine der Aufgaben im Wettkampf. Die Hündin erscheint mir sehr eifrig. Sie muss nur ein bisschen zurechtgebogen werden, damit sie den Schafen mehr Raum lässt. Stan muss sie ein bisschen rannehmen und ihr zeigen, wer der Chef ist. Aber sie ist ein gutes Tier. Sie muss auf jeden Fall den Spaß behalten. Ich soll sie nicht so stark herumkommandieren. Herumkommandieren schon, aber auf nette Art. Stimmt. Okay, Stan, davon habe ich genug gesehen. Lass uns aus dem Pferch gehen und ich schaue dir zu, wie du einpferchst. I'll stand back and I'll watch you approach the pen and put him in.
Im Wettkampf zählen gleichmäßige Bewegungsabläufe, nicht die Geschwindigkeit. Lass sie laufen, lass sie laufen. Nur ein Zeitlimit darf nicht überschritten werden. Halt sie da an. Vor allem Hektik schadet der Leistung. Okay, Stan, gut gemacht. Er war ein bisschen zu schnell. Stan muss den Hund flüssiger bewegen, ohne das Hin und Her. Im Wettkampf verliert er sonst Punkte. Die Kurven müssen gleichmäßiger sein. Das schafft er, wenn er es ruhiger angeht. 90% waren gut, aber nicht die vollen 100. Das liegt wohl genauso sehr an mir wie an dem Hund. Ich werde nervös, wie Nigel sagt. Wenn ich es ein bisschen ruhiger angehe, wird es wohl besser klappen. Ich hoffe, das wird besser. Dann versuchen wir es beim nächsten Mal wieder. Ja, gerne. Danke dir. Am Abend trifft sich Nigel im Pub mit ein paar Sportsfreunden. Darunter auch der Organisator der Weltmeisterschaft, Myron Owen. Nigel leiht ihm 600 Schafe für die WM im Herbst. Auch Nigels Kumpel Calvin Jones ist dabei. Alles läuft glatt, oder? Ja, gerade hat mich eine Firma gefragt, Myron, was kostet eine Anzeige im Programmheft? Jetzt wollen sie buchen. Ich hatte die gar nicht angesprochen. Das kommt durch die Mundpropaganda. Die Leute wollen dabei sein. Ganz ehrlich, das wird ein sehr schwieriges Finale. Weil das Wettkampffeld so begrenzt ist. Als Teilnehmer darf einem nichts schiefgehen auf den kleinen Parcours. Wir sprechen hier von 300 Metern im Vergleich zu 600 Metern. 600 Meter lassen dir mehr Zeit, den Hund aufzuhalten und zu korrigieren. Bei 300 Metern hält der Hund erst, wenn es schon zu spät ist. Nigel ist zwar Lokalmatador, doch sein Sieg gilt nicht als selbstverständlich. Der Hund macht 20% aus. Der Halter 20% und 60% liegen bei den Schafen. Ohne die Schafe ist der Lauf nicht zu schaffen. Nigel hat alle Fähigkeiten, Weltmeister zu werden. Aber wenn die Schafe verweigern... Es sind 90% Glück und 10% alles andere. Ein kaputtes Schaf und der Wettbewerb ist für ihn vorbei. Das stimmt. Ein wahres Wort. Vielen Dank. Zwei Monate später ist es Sommer in Wales. Auf Nigel und seine Border Collies wartet viel Arbeit. 250 Schafe müssen zur Schur von den Bergweiden geholt werden. Es wird ein harter Tag. Die Hunde müssen ein großes Gebiet absuchen. 6 bis 8 Quadratkilometer. Das öffentliche Land in den Bergen kostenlos nutzen zu dürfen, spart Pachtkosten für Weideland und ist ein Privileg, das mit einer Farm vererbt wird. Doch es birgt auch Gefahren. Ohne Zäune und Gatter sind die Tiere ganz auf sich gestellt. Niemand bemerkt, wenn ein Schaf verloren geht oder sich verletzt. Oben auf dem Kamm in 600 Metern Höhe helfen auch die Fahrzeuge nicht mehr weiter. Das Gelände ist zu felsig. Wie man sieht, gibt es überall Steine und Spalten. Das ist sehr gefährlich für die Hunde. Man muss vorsichtig sein, wenn man ihnen Kommandos gibt. Ich versuche, meine besten Hunde aus den Steinen rauszuhalten. Sie sollen sich nicht verletzen. Man versucht, die älteren Hunde einzusetzen, die etwas weiser sind. Schließlich entdecken Nigels Hunde ein paar Schafe. Thank you.
In diesem hügeligen, steinigen Gelände muss man jedes Stück abgehen und sich umschauen, weil man leicht an den Schafen vorbeiläuft. Die Tiere sind schlau, sie verhalten sich still. Man kann 8 Stunden damit verbringen und am Ende kommt man trotzdem nur mit der Hälfte der Herde nach Hause. Von seinen rund 250 Schafen auf der Bergweide gelingt es Nigel, immerhin 120 aufzuspüren und den Berg hinunterzutreiben. Den Rest muss er an einem anderen Tag holen. Zu Fuß geht es die 5 Kilometer nach Hause. Nicht ganz ohne Schwierigkeiten. Du musst nach vorne, der Farmer hat seine Hunde draußen. Ohne Janet wäre Nigel verloren. Die Arbeit ist von einem allein nicht zu schaffen. Auch nicht mit den Border Collies. Hey, lauft weiter! Hey! Um Schafe zu verstehen, dafür muss man geboren sein. Es ist nicht leicht, eine solche Partnerin zu finden. Wenn sie damit nicht aufgewachsen ist, passt sie sich nur selten an die Tiere an. Selbst wenn sie sich Mühe gibt, scheint sie immer im Weg zu stehen. Natürlich gibt es Mädels, die das können, aber nicht viele. Ein paar Frauen sind richtig gut im Hüten. Und mit Janet scheint Nigel genauso eine gefunden zu haben. Die jährliche Schur steht an. Für die Mammutaufgabe, 120 Schafe zu scheren, hat Nigel 3 Profischärer engagiert. Sie scheren ein Schaf in etwa 2 Minuten. Akkordarbeit. Ich wäre nicht so schnell wie die Jungs. Ich kann das nur halb so schnell, viel langsamer. Das ist Präzisionsarbeit. Wenn man es nicht richtig macht, verletzt man die Schafe und das ist nicht gut. Oder man schneidet Treppen in die Wolle. Wie man sieht, wird bei denen alles ordentlich gleichmäßig. So sieht das Schaf gut aus, wenn es fertig ist. Viel Aufwand, um den Schafen die Wolle abzunehmen. Doch der Verkauf des Fells deckt kaum mehr als die Kosten für die Scherer. Von Gewinn kann keine Rede sein. Finanziell nicht wirklich, aber wir müssen es tun für die Gesundheit der Mutterschafe. Sie werden sonst von Fliegen heimgesucht. Momentan bekommen wir pro Pfund Fell zwischen 60 Pence und 1 Pfund. Das ist nicht besonders gut. Bis zur Weltmeisterschaft in 2 Monaten wird wieder Wolle nachgewachsen sein. Dann stellt Nigel 600 seiner 1000 Schafe für den Wettkampf zur Verfügung. Eine gute Werbung für die Schaffarm. Seine Siegchancen steigert das jedoch nicht. Er könnte die Weltmeisterschaft gewinnen. Er ist ein guter Hundeführer, ganz ehrlich. Und ich wünsche ihm dafür alles Gute. Was das Fell nicht einbringt, muss der Verkauf der Tiere wieder rausholen. Etwa 35 Euro gibt es dieses Jahr für ein 5-jähriges Schaf. Rund 70 für ein Lamm. 200 Alttiere und 1300 Lämmer wird Nigel am Ende der Saison verkaufen. Den größten Teil der Einnahmen von rund 100.000 Euro steckt er in die Farm. Zum Leben bleibt wenig übrig. Gut, danke dir. Einer von Nigels Hunden hat sich in den Bergen die Pfote verletzt. Voller Einsatz für die Schafzucht. Dabei sind die Schafe eigentlich nur für die Hunde da. Schafe bringen keinen großen Gewinn. Sie sind nur Teil unserer Lebensart. Sie tragen gerade mal sich selbst. Wenn es nicht für meine Hunde wäre, würde ich keine Schafe züchten. Aber ich trainiere Hütehunde. Da muss ich die Schafe behalten. Nigel lebt und arbeitet für den Hütesport. Der WM-Titel ist sein großer Traum. Drei Monate später, im September, ist es endlich soweit. Die Weltmeisterschaft in Llandeilo steht vor der Tür. Auf den Feldern des Herrensitzes Newton House werden mehrere 10.000 Besucher erwartet. Okay.
Es ist schön, endlich ins Tal zu fahren und sich die Wettkampffelder anzusehen. Die sehen gut aus. Das sollte eine prima Meisterschaft werden. Hoffentlich spielen die Schafe mit. Janet allerdings bleibt zu Hause. Ich fürchte, es wäre zu nervenaufreibend, ihm zuzuschauen. Wenn ich dabei bin, störe ich nur seine innere Ruhe. Am besten, man hält mich fern. Gut. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Na dann viel Glück und bis später. Danke. Zum dritten Mal findet die Weltmeisterschaft für Hütehunde statt. 3 Jahre hat Vize-Weltmeister Nigel auf diesen Moment gewartet. 240 Hundeführer aus 23 Ländern werden teilnehmen. Franzosen, Deutsche, Neuseeländer und viele mehr. Im Namen der Einwohner von Llandeilo möchte ich Sie in Wales herzlich willkommen heißen. Ich hoffe, Sie genießen die nächsten 4 Tage mit uns. Ich werde Ihre Mannschaften nun für die Parade in Reihenfolge aufstellen. Für die Teilnehmer ist es die Gelegenheit, alte Freunde wiederzutreffen. Mit Nigel ist auch Kevin im walisischen Team. Wer von beiden hat wohl die besseren Chancen? Nigel. Kevin. Auf Nigel muss man setzen. Mit allen Ehren werden Border Collies und Hundeführer in dem 2000-Seelen-Örtchen empfangen. Die nächsten 4 Tage stehen hier ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft. Ungewohnter Trubel auch für die Hunde. Es ist der Höhepunkt der Saison für fast 50.000 Hütehunde-Fans. Ich bin scharf darauf loszulegen. Ich kann es kaum erwarten. Auf dem Feld der amtierende Weltmeister Gordon Watt. Harte Konkurrenz für Nigel. Über Gordon kann ich sagen, ein Wettkampf ist nie zu Ende, bevor Gordon nicht gelaufen ist. Er schleicht sich von hinten an und überholt dich noch kurz vorm Ziel. Während der Weltmeister die Schafe durch den Parcours treibt, suchen Nigel und Stan nach der Ideallinie, die die meisten Punkte bringt. Höher als diese Linie willst du nicht hinaus. Die meisten treiben viel zu weit raus. Verstehe. Ich würde sagen, bei den Grasbüscheln dort. Ah, da in der Mitte. Von dort laufen sie in einer geraden Linie. Gordon Watt beendet mit 176 Punkten von möglichen 220. Er hatte einen sehr schönen Lauf. Alle haben gute Läufe, das ist das Problem. Ich werde es schwer haben, mich zu qualifizieren. Als nächster kommt der amtierende internationale Meister Kevin Evans. Schon früh im Lauf verursacht Kevins Hund Probleme. Die Schafe laufen zickzack. Der Hund ist zu nah an den Schafen. Das verhindert den Fluss. Ich hatte ähnliche Läufe mit Peck. Sie hingen den Schafen im Nacken, ohne Fluss. Nur ein Hin und Her, hin und her. Es sieht nicht gut aus für Kevin. Beim Treiben verliert er 14 Punkte. Doch dann folgt ein bravouröser Endspurt. Schnell und sauber teilt er die Herde ohne Punktverlust. Mit 201 Punkten setzt sich Kevin vor den amtierenden Weltmeister. Ich hatte ein paar Wackler im Lauf. So schwergängige Schafe machen viel Arbeit. Aber es hätte schlimmer kommen können. Am Start jetzt Nigel Watkins für Wales. Nigels Lauf mit Floss ist sein erster in der Qualifikationsrunde. Er muss es in seiner Gruppe unter die besten 7 schaffen. Von ihrem Jurywagen aus beobachten die Kampfrichter den Lauf. Für jeden Fehler ziehen sie Punkte ab. Alles sieht gut aus.
bis zum Quertreiben aufs dritte Tor zu. Gerade noch geschafft. Doch jeder weitere Fehler kann die Qualifikation kosten. Das Teilen der Herde klappt perfekt. Jetzt müssen die Schafe in den Ferch. Und dort passiert es. Der Punktverlust dürfte kaum auszugleichen sein. Auch wenn Nigel die Herde beim zweiten Versuch problemlos einfercht. Stan, haltet die Schafe auf, Jungs. Eins hat ein kaputtes Auge. Lasst die Schafe nicht weg. Sie dürfen nicht weglaufen. Es lief ganz okay, ein kleiner Ausrutscher. Aber das lag an einem Schaf mit einem kaputten Auge. Es ist da hinten, wenn ihr es euch anschauen wollt. Das Schaf ist ausgebrochen, weil es mich nicht sehen konnte. Aber so ist es halt. Das Schaf haben die Offiziellen inzwischen markieren lassen. So etwas passiert leicht. Eins versucht zur Seite zu gehen, das andere drückt sich unterm Seil durch. Das ist nur ein kleiner Fehler. Der Rest des Laufs war sehr gut. Doch Nigels Punktestand sagt etwas anderes. Für den Einzug ins Halbfinale reichen 196 Zähler nicht. Ich habe Protest erhoben, weil das Schaf ein Augenproblem hatte. Die Richter haben es sich angeschaut und mir zugestimmt. Aber als ich meine Wertung sah, hatten sie mir trotzdem 7 Punkte dafür abgezogen. Da habe ich Einspruch eingelegt, wozu ich durchaus berechtigt war. Nun müssen die Richter entscheiden. Sie könnten Nigel den Lauf wiederholen lassen. Was hat der Richter gesagt? Ich habe nur so viel mitbekommen. Er hat gefragt, ob du einen ganzen Wiederholungslauf willst. Ich habe gesagt, nein, du willst keinen kompletten Wiederholungslauf. Ich muss doch nur das Stück vom Teilungskreis zum Ferch machen, oder nicht? Ja, ja, klar. Deshalb wollte ich, dass die Richter sich entscheiden. Ich sollte nur zum Ferch müssen, als wäre das alles mein Fehler. Unter diesem Druck muss Nigel den Qualifikationslauf mit seinem zweiten Hund Led absolvieren. Diesmal ohne Zwischenfall. Guter Hund. Es lief okay, aber keine Zeit. Ich muss runter. Ich habe den Wiederholungslauf. Die Richter haben entschieden, den kompletten Lauf wiederholen zu lassen. Mit besonderer Spannung erwarten die Zuschauer vor allem das Einfärchen. Diesmal läuft alles glatt. Und das ist das Ende der Läufe für heute. Vielen herzlichen Dank. Feierabend für Nigel. Jetzt kann ich durchatmen. Das ist ein wahnsinniger Druck, das sag ich euch. Okay, danke. Geht jetzt endlich, verdammt nochmal. Zwei Tage später ist der Tag des großen Finales gekommen. Nigels Jungspund Led ist im Halbfinale ausgeschieden. Doch Floss ist immer noch im Rennen und hat gute Chancen. Der nächste Teilnehmer ist Alad Owen mit seinem Hund Roy. Nachdem Weltmeister Gordon Watt schon ausgeschieden ist, könnte vor allem Alad Owen Nigel den Titel streitig machen. Der Parcours ist anders als die Tage zuvor. Wo verbergen sich heute die besonderen Risiken? Das kann ich nicht beantworten. Ich habe noch nicht genug Läufe gesehen. Im Finale müssen die Teilnehmer statt der 5 Schafe eine Herde von 20 Tieren durch den Parcours treiben.
Sie sind schwergängiger, aber das ist nicht so schlimm. Das Schwierigste ist, die Hunde dazu zu bekommen, beim Rauslaufen die Schafe im Gegenlicht überhaupt zu sehen. Beim Teilen dürfen nur die 5 Schafe mit den roten Halsbändern übrig bleiben. Elliot Owen hat Glück. Eine große Gruppe ohne Halsbänder geht fast von ganz alleine. Schließlich pfercht der ehemalige Weltmeister von 2002 innerhalb kürzester Zeit ein. Mit 583 Punkten liegt er fast uneinholbar vorn. Es wird schwierig für Nigel. Auch das walisische Fernsehen interessiert sich für Nigel. Was bedeutet es dir, Nigel, im Finale der Weltmeisterschaft zu stehen? Ich war schon einmal an diesem Punkt. Wieder da zu sein, ist eine gute Leistung. Schläfst du in der Nacht vorher? Oh ja, das beeinträchtigt mich nicht. Nicht? Na, dann wünschen wir dir alles Gute. Danke, Dai. Nigels Finallauf mit Floss beginnt vielversprechend. Auch Nigel schafft es, eine größere Gruppe auszusortieren, ohne eins der Schafe mit rotem Halsband zu verlieren. Doch dann geschieht etwas Unvorhersehbares. Quer durch die Herde versucht ein Halsbandschaf zu entkommen. Es ist zu spät. Das Schaf mischt sich unter die anderen ohne Halsbänder. Nigel bleibt nichts anderes übrig, als alle Schafe wieder zu vereinen und von vorne zu beginnen. Beim zweiten Mal gelingt es ihm, die Halsbandschafe zurückzubehalten. Doch allein mit dem Fehler hat er 54 Punkte verloren. Der Rückstand ist auch durch das Einpferchen nicht mehr wettzumachen. Wir hatten da einen kleinen Schluck auf. Ein Schaf ist ausgebrochen und in uns reingelaufen. Danach war nicht mehr viel zu holen. Aber die Richter haben uns beenden lassen. Das hat man dann von Schafen, die schon 4 Tage dabei sind. Da weiß man nie, was kommt. Aber ich war zufrieden mit Floss. Sie hat gut gearbeitet. Für Nigel ist der Traum vom WM-Titel geplatzt. Ich habe mir Nigels Lauf angesehen. Die Probleme am Ende haben ihn viele Punkte gekostet. Das hat den Lauf verdorben. Das ist traurig für Nigel. Das ist der Tag, auf den alle warten. Der Moment, von dem alle träumen. Aber man hat es ihm nicht leicht gemacht. Er hatte Pech im Teilungsring. Die Schafe haben nicht mitgespielt. Die haben gemacht, was sie wollten. Ja, das ist für ihn schon enttäuschend. Nach 4 Tagen geht die Weltmeisterschaft mit der Siegerehrung zu Ende. Erst einmal einen großen Applaus für Nigel und Janet, dass sie uns mit einer so großartigen Schafherde versorgt haben. Nigel Watkins ist der Nächste, aus Wales, mit Floss, 17 Zusatzpunkte plus 479. Noch ein Waliser, Mr. Kevin Evans, 484. Nigel belegt am Ende Platz 13. Zum zweiten Mal ist er der Weltmeister, Mr. Elliot Owen. Weltmeister in Bala in 2002 und wieder Weltmeister in Lambailo 2008. Na, da sind wir also. Am Ende lag alles an einem Schaf. Das kam nicht teuer zu stehen, aber so ist es halt. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben mit dem Team die Goldmedaille geholt. Also können wir uns nicht beschweren.
Und mit Elliot Owen gewinnt immerhin ein Waliser. Am nächsten Morgen wartet auf Nigel der ganz normale Alltag. Während der letzten vier Tage ist viel Arbeit liegen geblieben. Jetzt, zum Ende der Saison, will er 200 Schafe zum Markt bringen. Die müssen zusammengetrieben werden. Stand. Come by. Lad, stand. Die Weltmeisterschaft gehört der Vergangenheit an. Stand. Insgesamt gesehen war es eine gute Leistung. Eine Menge Druck ist jetzt weg. Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen, zu entspannen und ein bisschen mit den Schafen zu arbeiten. Es war gut, dass Elliot gewonnen hat und vielleicht komme ich da auch irgendwann hin, so wie er. Das wünsche ich mir zumindest.